Freunde, ihr habt mich beim Shaken erwischt, bei meiner Zwischenmahlzeit, mein Whey-Protein. Ja, das gibt es bei mir regelmäßig. Als Zwischenmahlzeit einmal vormittags, zwischen Frühstück und Mittagessen, einmal zwischen Mittag und Abendessen. Warum? Weil ich einen erhöhten Proteinbedarf habe, weil ich Sport mache, weil mein Körper das verlangt von mir. Einen leckeren Whey-Protein-Shake, nicht in Milch, weil Milch ist für kleine Kinder, nicht für erwachsene Männer. Erwachsene Männer trinken nur Bier, das ist kein Bier, das ist ein Eiweiß-Shake. Whey-Protein, Molkenprotein. Leg damit. So. Herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Warum eigentlich Mr. T? Ganz einfach, ich habe einen langen Nachname, Andreas Triembacher. So, und da kam irgendwann so ein netter junger Mann und sagte, weißt du was, wir machen doch einfach Mr. T draus, so viel einfacher. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, machen wir einfach. Und so entstand Mr. T. Also, Freunde des Fitnesssports Over 50. Heute haben wir auch wieder ein spannendes Thema, und zwar das Thema Pause. Was ich oft erlebe, ist Folgendes. Man steigt ein in den Fitnesssport, man steigt ein in den Fitness-Lifestyle und dann heißt es Feuer frei. Da wird natürlich gnadenlos trainiert. Dreimal die Woche, perfekt, sehr gut gemacht, vielleicht sogar viermal, auch nur zweimal, aber intensiv trainiert. So, das machen wir wochenlang, das machen wir monatelang. Und irgendwann kommt der Punkt, wo eigentlich dein Körper zu dir sagt, weißt du was, ich brauche eine Pause. Du machst aber weiter, warum? Weil du natürlich ein sehr starker Mensch bist, du bist sehr willensstark, was ja auch gut so ist. Du schwimmst nicht mit dem Strom, du hast gelernt, gegen den Strom zu schwimmen. Du machst weiter. Aber dein Körper sagt dir, weißt du was, ich habe keinen Bock. Woran erkennt man das? Das erkennt man daran, dass man einfach sich schwer tut mit dem Aufstehen morgens, dass man müde ist, dass man nicht mehr den Spaß hat, ins Fitnessstudio zu gehen und sagt, hurra, ich reiß das Studio ab. Das ist nicht mehr der Fall. Man zwingt sich sogar schon ein bisschen zu. Man muss sich, manchen Tagen zwingt man sich sowieso, aber du zwingst dich nur noch dazu. Es ist nur noch alles anstrengend, mühsam und du merkst es immer noch nicht. Du hast es immer noch nicht gehört, das Zeichen deines Körpers. Dein Körper sagt, weißt du was? Mein Freund, gib mir doch eine Pause. Jetzt kommt das Thema, auf was ich raus will. Es ist ganz wichtig, dass man auf sein Biofeedback. Freunde, Biofeedback ist nichts anderes wie das Körpergefühl. Mein Körper spricht mit mir und ich höre ihm zu. Und wenn ich ihm zuhöre, dann sagt mir mein Körper, pass auf, ich bin müde, ich bin ausgelaugt. Jetzt schon seit 2 Wochen gebe ich dir Signale, mach doch mal bitte eine Pause. Nee, du machst weiter. Du machst einfach weiter. Was passiert? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ein Infekt bremst dich mal aus, das heißt, dein Körper bremst dich einfach aus und sagt, so mein Freund, jetzt wirst du einfach mal krank. Es gibt jetzt eine Krankheit, du bist müde, bist ausgelaugt, kriegst noch ein bisschen Fieber, noch vielleicht einen Schnupfen dazu. So, jetzt musst du 1 Woche, 2 Wochen aussetzen. Was hast du davon gehabt, wenn du eine Krankheit gehabt hast? Nichts, du hast einen riesen Leistungsverlust, macht keinen Spaß. Wenn du jetzt aber hergehst und dein Biofeedback erkennst, das heißt, du hörst auf deinen Körper, dann hörst du auf und machst nach 8, 10, 12 Wochen oder 14 Wochen mal eine Pause von 5 bis 6 bis 7 bis 8 Tage. Du machst nichts, du machst eine aktive Regenerationspause, das heißt, du machst keinen Kraftsport, du machst keinen Ausdauersport, du machst keinen Kung-Fu, du machst keinen Trampolinspringen, du fährst nicht Mountainbike, sondern du gehst in die Sauna zum Beispiel, buchst mal eine schöne Massage, in der Thai-Massage, gehst ins Thermalbad, entspannst dich, meditierst, ruhst dich aus, lest ein Buch, machst also alles, was den Körper nicht anstrengt. Und dann fängst du nach 5, 6, 7 Tagen an, vielleicht auch nach 8 Tagen, und stellst fest, um Gottes Willen habe ich eine Power. Meine Herren, habe ich eine Power. Ey, ich bin so geil aufs Training. Endlich wieder eine Handel in der Hand. Was sagt ihr das? Genau. Hör auf dein Biofeedback, hör auf deine Körpersprache, hör auf dein Körpergefühl und du wirst auf Dauer viel mehr Erfolg haben und viel mehr Spaß haben an dem, was du da betreibst. So, Freunde des Fitnesssports über 50. Das war das Thema bewusst aktive Regenerationspausen einlegen. Ganz bewusst. Nicht den Fuß stellen lassen, dass man gezwungen ist, eine Pause zu machen, sondern aktiv. Du bist derjenige, wo sagt, wann du Pause machst, nicht dein Körper. Beziehungsweise er sagt es schon. Aber wenn ich halt ausbremst durch eine Krankheit, dann war es schon ein bisschen zu weit. Das ist die eine Möglichkeit, dass man krank wird. Ich habe noch was vergessen, die andere Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist,
dass du so lange weiter trainierst, bis du irgendwann mal so ausgelaugt bist, dass du gar keinen Bock mehr hast, ins Fitnessstudio zu gehen. Du hörst auf. Du bist so müde, so leer, dass du überhaupt nicht mehr anfängst im Sport. Du bist raus, weil du einfach zu übermotiviert hast. Du hast übertrieben. Dann gehst du gar nicht mehr Sport, weil du die Schnauze voll hast, weil es einfach wochenlang nicht mehr schön war. Haben wir auch nichts davon gehabt. Deswegen, Freunde, hört auf euren Körper, macht aktiv Pause. So, das war einmal. Dann habe ich noch ein kurzes Statement. Ich bekomme ja immer mal auch wieder so die Empfehlung von dem einen oder anderen. Konstruktive Kritik ist auch gut so, dass ich so manches, was das Marketing anbetrifft, meine Art und Weise nicht richtig wäre. Ich müsste das und das machen, ich müsste das und das verbessern. Das ist richtig. Man kann natürlich viele Dinge noch optimieren. Aber ich bin Mr. T. Und Mr. T ist so, wie er ist. Es gibt viele, die sagen, mit diesem möchte ich nichts zu tun haben. Mein Gott, man kann es sowieso nicht allen recht machen. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich bleibe so, wie ich bin. Auch wenn ich den einen oder anderen Fehler habe, den einen oder anderen Gebarenfehler, indem ich mich falsch gebäre, indem ich zum Beispiel die Hände so mache oder übereinander lege und so in eine Schutzhaltung eingehe, was ich oft nicht mache. Es bin halt ich, das ist eine momentane Situation. Ich reagiere darauf und bin so, wie ich bin. Dafür könnt ihr ausgehen, dass ich euch nichts erzähle, was marketingtechnisch durch einen Weichspüler durchgelaufen ist. Habe ich nicht gemacht. Ich agiere aus dem Bauch raus, bin ein impulsiver Mensch, intuitiv. Und das war's. Alles klar. Vielen Dank für euer Verständnis. Andreas Riedenbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Auch bekannt als Mr. T. Jetzt wisst ihr auch warum. Immer mit dem Motto, deine Fitness, auch über 50, meine Aufgabe, Freunde. Bis bald zum Teil 8, glaube ich, 8 oder 9. Ihr werdet sehen.